Bier zählt zu den ältesten Getränken der Welt. Aber wisst ihr, warum gerade im fernen Ägypten die erste Brauerei stand? Hier erfahrt ihr warum und was das Bier mit den Pyramiden zu tun hat. Reden wir über Bier, reden wir auch über Alkohol. Deswegen vorab, wissenschaftlich ist klar, Alkohol ist Gift für deine Zellen. Es schadet dem Körper und kann süchtig machen. Wo du Hilfe bekommst, erfährst du in der Infobox. Zurück zur Geschichte des Bieres und zur Frage, warum die erste Brauerei ausgerechnet in Ägypten stand. Wir gehen über 5000 Jahre zurück. Es ist die große Zeit der Pharaonen. Am südlichen Nil liegt die Stadt Hierakonpolis. Sie ist eine der ältesten Städte Ägyptens. Die Metropole liegt direkt am Nilufer. Der Fluss ist Dreh- und Angelpunkt für den Ackerbau des alten Ägyptens. Denn durch ein cleveres Kanalsystem können die Felder auch in der Trockenzeit mit Wasser aus dem Nil versorgt werden. Das Ergebnis? Regelmäßige, reiche Ernten. Die Ägypter haben so mehr Getreide erwirtschaftet, als sie essen konnten. Das war damals ein echter Luxus. Also, was machen mit dem Überschuss? Das Getreide, das nicht für Brot gebraucht wurde, ging in die Bierproduktion. Und die wurde von den Ägyptern schon vor über 5000 Jahren hochprofessionell organisiert. Hier der Beweis. Bei Ausgrabungen in Hierakonpolis hat man diese massiven tönernen Gefäße entdeckt. Darin hat man Rückstände von Getreidemeische gefunden. Das heißt, Reste von Getreide, das mit Hefe und Wasser vermischt und eine längere Zeit erhitzt wurde. Das hier ist die wahrscheinlich älteste Großbrauerei der Welt. Und so hat sie funktioniert. Jedes der Gefäße fasst 65 Liter Maische. Ein Feuer unter den Bottichen brachte die Maische innerhalb von 2 Tagen zur Gärung. Damit etwas gärt, benötigt man Zucker, Hefe und anaerobe Bedingungen, also Sauerstoffmangel. Die Hefe zerlegt den Zucker. Dabei entsteht Kohlendioxid und Alkohol. Durch die Größe der Gefäße konnte die Brauerei pro Woche rund 1200 Liter Bier produzieren. Ein Netz aus Brauereien überspannte ganz Ägypten. Die größte ihrer Zeit stand in Abydos. Hier konnten 22.000 Liter Bier auf einmal produziert werden. Aber wofür brauchten denn die Ägypter so viel Bier? Und was hat das mit den Pyramiden zu tun? Bier galt als offizielles Zahlungsmittel. Also anstatt mit Münzen wurde mit Bier gezahlt. Alle Staatsangestellten, quasi die damaligen Beamten, erhielten einen Teil ihres Lohns in täglichen Rationen Bier. Heeresführer bekamen zum Beispiel 5 Krüge am Tag, Schreiber und Kammerherren nur 1 Krug. Die Folge? Bier wurde zum Alltagsgetränk und Grundnahrungsmittel. Denn durch die Gärung hat es auch weniger Bakterien als das damalige Trinkwasser. Aber waren die Ägypter dann immer betrunken? Nein, vermutlich nicht. Das Bier der Ägypter hatte nur 2% Alkohol und galt als besondere Variante des Brots. Bier ist nämlich auch sehr nahrhaft. Und hier kommen wir zu den Pyramiden. Die waren die damaligen Großbaustellen des Landes. Die schwere körperliche Arbeit, dazu noch in der sengenden Hitze, war ein echter Knochenjob. Deshalb wurden die Bauarbeiter mit Bier beliefert. Das schwache Leitbier der Ägypter hatte da ein bisschen nachgeholfen. Alkohol an sich macht müde. Aber die geringe Alkoholdosis des ägyptischen Biers triggert die Ausschüttung von Glückshormonen im Gehirn. Das macht die Muskeln lockerer und weniger empfindlich für Schmerzen. Dadurch ließen sich die Strapazen besser aushalten. Von den schädlichen Folgen des Dauerbierkonsums wussten die Ägypter damals noch nichts. Das Bier hat also nicht nur so manche Strapazen unterdrückt, sondern auch Rebellion verhindert. Denn Bier wurde Teil der Alltagskultur und verbindendes Element. Durch die kontinuierliche Versorgung mit Bier war dem Pharao die Loyalität seiner Untertanen sicher. Welche Superfacts kennt ihr denn noch über die alten Ägypter? Schreibt uns das mal in die Kommentare und abonniert unseren Kanal, wenn euch das Video gefallen hat.